Auf den ersten Blick machen diese Trauben einen guten Eindruck. Wenn man aber ihnen näher kommt und sie näher betrachtet, dann sieht man, dass sie teilweise schon verschrumpelt sind, dass sie teilweise von irgendetwas befallen sind. Man sieht auch, dass etliche schon heruntergefallen sind von der Traube, gar nicht mehr am Weinstock dran sind. Der erste Eindruck trügt hier. Und die Wirklichkeit ist leider schlechter als der erste Eindruck. Damit herzlich willkommen zur Atempause der täglichen Online-Bibelleseandacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Heute lesen wir in Jesaja 5, 1 bis 7 ein Gedicht. Ein Gedicht, das der Prophet Jesaja weitergibt im Namen Gottes als prophetische Rede. Das lesen wir heute am Dienstag, den 27. November 2018, gemäß des ökumenischen Bibelleseplanes. Und als Thema habe ich dafür gewählt: Angesagt, Doppelpunkt, Selbsterkenntnis. Dieses Gedicht, diese poetische, prophetische Rede, ist etwas ganz Interessantes. Die führt das Volk Israel von einem ersten Eindruck von sich selbst zu einem göttlichen Eindruck von Israel. Und da ist eine große Diskrepanz und die Israeliten sind aufgefordert, die Wirklichkeit wahrzunehmen. Man kann das Wort Demut sehr treffend übersetzen mit Mut zur Wirklichkeit. Und so lädt Gott durch den Propheten Jesaja damals die Israeliten ein, zum Mut zur Wirklichkeit über sich selbst. Und das Gleiche dürfen wir heute auch erleben. Wir sind eingeladen zum Mut zur Wirklichkeit über uns selbst. Und das mit einer alttestamentlichen, poetischen Prophetie. Lesen wir mal rein. Jesaja 5, Abvers 1. Hört mir zu, ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land. Dort hackt ich den Boden mit eigener Hand. Ich mühte mich ab und las Felsbrocken auf, baute Wachturm und Kelter, setzte Reben darauf. Und süße Trauben erhofft ich zurecht, doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, was sagt ihr denn zum Weinberg? Was tätet denn ihr da? Die Trauben sind sauer, entscheidet doch ihr. War die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld denn bei mir? Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt. Wegreiße ich die Hecke als Schutz einst gesetzt. Zum Weiden sollen Schafe und Rinder hinein. Und die Mauer ringsum, die reiße ich ein. Zertrampelnden Füßen geb ich ihn preis. Schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken. Das Unkraut soll sprießen, der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Der Weinberg des Herrn seid ihr Israeliten, sein Lieblingsgarten Juda seid ihr. Er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie. Die Übersetzung der Guten Nachricht Bibel hat es vermocht, diese poetische Prophetie in Hebräisch von damals
in die deutsche Sprache so zu übertragen, dass daraus wirklich ein Gedicht wird. Ich finde das extrem gelungen. Und an der Stelle ein Riesenlob an die Übersetzer dieses Textes in der Guten Nachricht Bibel. Gott ist der Weingärtner, er hat seinen Weinberg. Der Weinberg ist sein Volk, Israel. Dieses Bild wird im Alten Testament immer und immer wieder verwendet, um das Verhältnis von Gott zu seinem Volk zu beschreiben. Und Gott als der Weinbauer, als der Weingärtner, der hegt und pflegt die Gewächse, er bearbeitet den Boden, er sorgt für Bewässerung, er beschneidet die Weinstöcke, damit sie mehr Frucht bringen. Und all das hat er auch im 8. Jahrhundert mit Israel getan und auch die Jahrhunderte davor. Und jetzt muss Jesaja mit diesem Gedicht etwa in der Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus den Israeliten sagen: Ihr lasst euch die Pflege nicht gefallen. Ihr wollt das gar nicht, dass ihr die Weinstöcke im Weinberg eures Herrn seid. Ihr wollt Gott gar nicht. Ihr wollt seine Fürsorge nicht. Ihr wollt seine Gebote nicht. Ihr wollt sein Gesetz nicht. Ihr wollt seine Liebe nicht. Ihr wollt einfach eure eigenen Wege gehen. Und obwohl Gott alles getan hat als Weingärtner im Weinbau, bringt ihr saure, bittere Trauben hervor. Das ist im prophetischen Bild, im poetisch-prophetischen Bild gesprochen, die Botschaft, die Jesaja hier auszurichten hat. Wir lesen in Vers 4, die Trauben sind sauer, entscheidet doch ihr, war die Pflege zu schlecht, liegt die Schuld denn bei mir? Das ist natürlich eine rhetorische Frage Gottes. Natürlich liegt die Schuld nicht bei Gott, sondern bei den Menschen, beim Volk Gottes, die sich die Fürsorge Gottes nicht gefallen lassen, die eigene Wege gehen, die abtrünnig sind, die rebellisch sind und deswegen eben keine gute Frucht bringen können, sondern nur Saures, Bitteres, was man nicht gebrauchen kann. Gott sagt damit eigentlich, die Früchte eurer Ungerechtigkeit, die Früchte eurer Habgier, eurer Selbstsucht, die Früchte der sozialen Zerstörung, die Früchte von Lug und Betrug, die Früchte von Gottlosigkeit und Götzendienst, von Astrologie und falscher Religiosität, diese Früchte, so sagt Gott, die kann ich einfach nicht gebrauchen, die kann man nur wegwerfen. Die sind nutzlos, daraus kann man nichts Gutes machen, weder Saft noch Wein, einfach nur Abfall. Liegt die Schuld denn bei mir, fragt Gott hier rhetorisch. Und in dieser Frage, in dieser rhetorischen Frage, ist angelegt, dass Gott sein Volk zur Selbstreflexion führen will. Ja, wenn die Schuld denn nicht bei Gott liegt, ja, dann liegt sie doch wahrscheinlich bei seinem Volk. Man kann ja sein Leben damit verbringen, dass man Gott verantwortlich macht für alles Mögliche und dann sagt, und weil Gott dafür verantwortlich ist und weil das alles so schlimm ist und schwierig und Leid und Schmerz und Tod und Ungerechtigkeit in der Welt ist und so weiter und so weiter
Deswegen kann es Gott gar nicht geben oder deswegen soll doch Gott sich bekehren, also wir doch nicht. So eine Lebensmelodie kann man anstimmen und da kann man ein ganzes Leben lang sich Gott vom Leib halten. Und da muss man sich vielleicht Gottes Frage gefallen lassen, liegt die Schuld denn bei mir? Also liegt die Schuld denn wirklich bei Gott? Unsere Aufgabe als Geschöpfe ist nicht, den Schöpfer zu beurteilen, sondern uns die Beurteilung des Schöpfers gefallen zu lassen. So rum ist die Autoritätsstruktur. Gott setzt den Maßstab und wir haben uns an seinem Maßstab zu messen. Und nicht wir Geschöpfe setzen den Maßstab, an dem sich Gott zu messen hätte. Was für eine Hybris, wenn man darüber länger nachdenkt. Dass wir den allmächtigen Gott und Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erden, dass wir ihn beurteilen wollen, ohne dass wir uns von ihm beurteilen lassen wollen. Angesagt ist Selbsterkenntnis. Das ist gar nicht so einfach, weil wir Menschen haben eine ganz einfache Tendenz. Wir blenden unsere eigene Sündhaftigkeit, Schlechtigkeit, unsere Fehler, unsere Einschränkungen, unsere Macken, unser Fehlverhalten, das blenden wir gerne aus. Das verdrängen wir ins Unbewusste. Wir wollen es gar nicht wahrnehmen, den Blick in den Spiegel vermeiden wir. Und stattdessen projizieren wir das, was wir selbst in uns als sündhaft, schlecht, fehlerhaft und so weiter erkennen, empfinden, was uns unbewusst ist, das projizieren wir auf zum Beispiel andere Menschen oder auf Gott. Und da sind wir im Urteil umso gnadenloser. Das ist ja wirklich ganz schlecht. Also das geht ja gar nicht. Was für ein Übel. Also sowas, da kann man sich ja richtig ereifern über die Schlechtigkeit der anderen und über die Schlechtigkeit Gottes. Wenn man viel negativ über andere redet, wenn man viel negativ über Gott redet, könnte das ein untrüglicher Hinweis darauf sein, dass man nicht bereit ist, die eigenen Schatten anzuschauen. Nicht bereit ist, zu hinterfragen, was ist eigentlich meine Schuld, was ist meine Sündhaftigkeit, was ist mein Fehlverhalten, meine Fehlhaltung, wo bleibe ich den anderen, wo bleibe ich Gott Dinge schuldig. Je mehr wir über andere schlecht reden, über Gott schlecht reden, desto weniger werden wir bereit sein, unsere eigenen Sünden zu erkennen und zu bekennen. Und umgekehrt. Je selbstreflektierter wir leben, je mehr wir bereit sind, unsere eigenen Schatten, unsere eigenen Sünden wahrzunehmen, unsere Defizite wahrzunehmen, damit zu Gott zu gehen, um Vergebung zu bitten, um Kraft zu bitten, es besser zu machen, wenn wir uns auf den Weg der Heiligung begeben, Christus ähnlicher zu werden, je mehr wir in der Selbsterkenntnis wachsen und daraus ausgehend uns immer mehr an Christus hingeben und ihm nachfolgen, je weniger werden wir schlecht über andere und über Gott reden. Warum? Weil wir diese Projektionsfläche nicht mehr brauchen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt beim Mut zur Wirklichkeit. Wer sich lange genug an die eigene Nase fasst, der braucht den anderen nicht mehr an die Nase zu fassen. So führt damals der Prophet Jesaja das Volk Gottes zur Selbsterkenntnis. Und so dürfen wir uns heute von diesen uralten Worten zur Selbsterkenntnis führen lassen.
Liegt die Schuld denn bei mir? Fragt Gott dich? Fragt Gott mich? Nein, die Schuld liegt bei mir. Die Schuld liegt bei dir. Und wir dürfen zu ihm kommen, Sünden bekennen, Vergebung erbitten und durchstarten mit einer anderen Haltung, mit Demut, mit Mut zur Wirklichkeit. Hilf uns, Herr Jesus Christus, dass wir dir nicht ausweichen. Danke, dass du durch dein Wort mit uns redest und dass wir in dein Licht gestellt werden, wie damals dein Volk in dein Licht gestellt wurde, durch diese poetische Prophetie. Herr, gib uns den Mut zur Wirklichkeit, dass wir aufhören, uns ständig über andere zu ereifern und über dich und die Umstände und die Großen und die Politiker und alle Bösen in dieser Welt. Hilf uns, Herr, bei uns anzufangen. Hilf uns, Herr, zu beten. Herr, erneuere deine Gemeinde und fang bei mir an. Herr, erneuere deine Welt und fang bei mir an. Herr, erneuere den Frieden und fang bei mir an. Herr, erneuere deine Schöpfung und fang bei mir an. Herr, wir danken dir, dass du uns den Weg zeigst, raus aus der falschen Selbsteinschätzung. Hin zu einer Selbsteinschätzung, die dir gerecht wird, die von dir kommt, die von dir geschenkt wird und die uns in die Freiheit führt. Danke, Herr, dass dein Wort sagt, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. So hilf uns, Herr, dass wir im Bekenntnis unserer Sünden, im Eingestehen unserer Fehler und Fehlhaltungen, dass wir darin die Freiheit der Vergebung von dir erfahren und dass wir dadurch barmherziger, liebevoller und konstruktiver werden mit den anderen und im Aufblick zu dir. Hilf uns, das zu erkennen, dass Selbsterkenntnis bei dir angesagt ist und dass du immer und immer wieder versuchst, uns dahin zu führen, weil du uns befreien willst. Und so hilf mir und hilf jedem, der das hier hört und sieht, dir nicht auszuweichen, sondern mit der Selbsterkenntnis, mit der Umkehr und den neuen Wegen bei uns selbst anzufangen. Und das auch heute. Amen. Das war die Atempause vom Dienstag, heute, 27. November 2018. Jesaja 5, 1-7 haben wir gelesen unter dem Motto, angesagt ist Selbsterkenntnis. Und vielleicht haben wir das Foto noch vor Augen von diesen teilweise schon abgefallenen oder noch dranhängenden, verschrumpelten und irgendwie befallenen Trauben, die vielleicht den Eindruck machen, als seien sie gute Früchte, aber es gar nicht sind. Dieses Bild darf uns begleiten in unserer Selbstreflexion vor Gott. Wo darf ich mich neu selber einschätzen und anders einschätzen und Gottes Beurteilung recht geben? Vielleicht ist jetzt eine Zeit der Stille und des Gebetes eine gute Antwort auf das, was wir heute aus Gottes Wort gehört haben. Gott segne dich, Gott behüte dich und er schenke dir das, die von ihm gewirkte Selbsterkenntnis, dich und mich in große neue Freiheit führt. Morgen lesen wir weiter im Propheten Jesaja. Bis dahin,
Alles Gute und ein sehr tiefes, gesegnetes Nachdenken über uns selbst. Bis morgen.